Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 auf der La Coronella mit dem Robby. Natürlich mit mir. Gestern kam keine Folge. Ich hatte irgendwie das so keine Zeit. War so viel los dieses Wochenende. Aber heute seht ihr ja, kommt eine Folge. Cool. Läuft auch wieder ein bisschen mehr auf der Map. War die letzten Tage ein bisschen ruhiger. Junge, Junge, Junge. Komm, fahr doch. War es ein bisschen ruhiger. Ja, wir haben halt alle Privatleben, ne? Jetzt aber. Ich bin unterwegs in die Mandelölproduktion. Habe den Tank dabei, weil der gute Thiago hat mich angefragt für Mandelöl und Rapsöl. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ich je 25.000 Liter zu ihm fahre. Zu einem Preis von 46.000. Sind 1.840 pro 1.000 Liter. Denke ich, ein guter Preis. Der aktuelle Verkaufspreis liegt bei 1.600 irgendwas. Also ganz solide. Ja, wir sind im August und die Ernte steht bald vor der Tür. Die ist übermorgen. Da werde ich ein bisschen Stress haben. Und vor allem, ich habe immer noch nicht, noch keinen Ernter im Angebot gesehen. Ich werde jetzt mal schauen, wenn es morgen keinen hat. Dann werde ich mir einen neuen bestellen. Weil dann ja, müssen wir fast. Was wir im Gemeinderat beschlossen haben, ist, dass die Wiese hier hinten, die wurde vom Hof Gussmann gekauft. Und das wird für uns sehr gut sein, weil der wird das ganze Gras nie für sich selber brauchen. Deshalb können wir da sicher was für die BGA abgreifen. Dann muss ich das Lohnunternehmen beauftragen, unsere Wiese zu mähen. Und was war noch? Ich glaube, das war's schon. Ich glaube ja. Ich werde mir auf jeden Fall morgen das ganze Equipment mal ans Feld stellen. Das der schöne KI-Verkehr, ne, echt. Dass die das nicht hinkriegen, dass der an einem Stoppschild stoppt. Das ist so mühsam, dass die einfach über die Kreuzung rausbrettern. Da hast du keine Chance mehr. Wir hatten auch mal die Diskussion, ob wir jetzt den KI-Verkehr ausschalten oder nicht, und haben uns dann doch entschieden, ihn zu behalten, weil es einfach die Karte ein bisschen lebendiger macht. So, sorry, der Hund.
ich mute mich jeweils, dass halt für euch nicht ganz so laut ist, wenn der wieder seine 5 Sekunden hat. So. Ich bin echt gespannt drauf, wie es dann sein wird, wegen, also nach der Ernte, nach der Mandelernte. Wie viel, nee, ich muss anders sagen. Es ist momentan so, dass meine Mandelöl, oder halt die letzten Jahre war es so, dass meine Mandeln nicht für ein ganzes Jahr Mandelölproduktion gereicht haben. Darum habe ich mir jetzt ja eigentlich das hier verkauft. Ja. Und das hier angelegt. Also ich wollte eigentlich das hier kaufen, aber das ist ja verpackt. Deshalb hier die Mandeln angelegt. Die sieht man da hinten. Und ich bin gespannt. Es sollten eigentlich mehr rauskommen. Also mehr Mandeln für die gleiche Feldgröße. Hätte ja zur Folge, dass die Produktion länger läuft. Bin ich echt gespannt drauf. Schauen, wo ich durchfahren muss. Hier runter. Das hier ist sie, oder? Ja, genau. Also runter links. Perfekt. Wie lange die dann effektiv läuft. Ich werde im Oktober ist Ernte, werde ich das Ganze abernten und im September dann starten. Nee, September, Oktober, November. Dann starten. Das heißt, wir schauen dann, wie lange das die ganze Ernte hält. Wird ein kleines Experiment. Bin gespannt drauf. Ja. Und mit dem Mandelöl. So. Dann weiß der auch Bescheid. Der Hof Gussmann. Gussmann, Gussmann. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man das ausspricht. Aber zum Glück bin ich per Du mit ihm. Wir suchen übrigens immer noch Leute. Ich weiß, ich habe schon tausendmal erwähnt. Es ist leider so, dass viele sich bewerben. Da läuft es eigentlich ziemlich gut mit den Bewerbungen. Und dann hat man auch ein erstes Gespräch mit ihnen und dann tote Hose. Fällt mir jetzt leider nicht zum ersten Mal auf. Also das ist bei anderen Spielen genauso. Man bewirbt sich irgendwo, man joint und dann nicht mehr. Ich vermute ja, das liegt im Überangebot. Aber wenigstens ein bisschen Anstand haben, dazu sagen sie, hey, nee, sorry, hab was anderes oder euer Konzept passt mir nicht oder so. Ist ja alles kein Problem. Können wir mitleben. Aber es ist halt ein verdammter Aufwand, jedes Mal dann zu sagen oder dem nachzugehen, hey, was ist jetzt? Und ihr wisst, ne? Das ist schon mühsam. So. Dann haben wir mal 25.000 Liter da rein.
Dann gleich zu Rapsöl. Ups. Hat niemand gesehen. Das war der Wind, ganz eindeutig. Dann, aber wisst ihr was, wenn ich das verkauft habe, dann kann ich den Ernter kaufen, ohne einen weiteren Kredit aufzunehmen. Kann man nicht mehr aufstellen, okay. Na, schau an. Mal noch kurz mit ihm quatschen. Jago! Hola. Hola, mein Freund! Pablo. Schön, dass das so schnell geklappt hat. Ja, also Mandelöl ist drin, Rapsöl bin ich jetzt gleich auf dem Weg dazu. Perfekt, alles klar. Ne, dann gehe ich mal rein und dann sag ich mal den Jungs, dass neue Lieferung eingetroffen ist. Ja, perfekt. Können Perfekt. sie schon mal loslegen. Perfekt. Und Sehr soll ich dir gut. nochmal schreiben, wenn es Rapsöl da ist, oder? Ich bin wahrscheinlich gleich noch da, sollte kein Problem sein. Okay. Ja. Alles klar, So in dann würde ich 10 sagen, bis Minuten gleich. höchstens. Jo, super, bis Jo, gleich. jo, jo. So. Wenn wir das Mandelöl, das Rapsöl noch holen. Kurz Weg, wir sind hier, wir müssen hierher, hier hoch. Was kriege ich hin? So. Einer Baumplantage vorbei. Wie die schön blühen, ne? Ist da. Sieht schon fast winterlich aus. Ach genau, eben. Wenn ihr Interesse habt, haut. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Könnt ihr euch auf unserer Webseite bewerben. Da findet ihr auch alle Infos zum Projekt. Würde uns natürlich riesig freuen, wenn da was reinkommt. Und auch zuverlässige und aktive Spieler sind. Ne, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt müssen wir hier rein. Dann versuchen nicht im Wasser zu landen. Also ich habe gehört, das kann hier passieren. Also selber ja noch nie passiert. Ach ja, war eine coole Folge. So. Mal rein damit. Dann haben wir jetzt nämlich noch Mandelöl, 14.000 Liter und Rapsöl sehen wir gleich.
Komm, mach voll. Noch 12.000 Liter. Dann kann man da auch noch ein bisschen was einnehmen. Das müsste eigentlich so passen. So. Dann müssen wir uns dann nachher auch wieder um unsere Gärten kümmern. Die brauchen, glaube ich, Wasser, Mist. Wenn mich nicht alles täuscht. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Denn in dieser komme ich bestimmt nicht mehr dazu. Acht Tonnen Achslast auf der Brücke. Das geht. So, jetzt muss ich nämlich hier gleich reinziehen. Und zack. So. Ja, was auch sein wird. Wenn es endlich mal, oder wenn wir ein paar neue Leute hinkriegen und der Server bisschen voller wird, ich sagen, dann wird es bestimmt auch mal einen Stream geben. Zwar nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Link dazu werde ich dann, also ich versuch's frühzeitig anzukündigen. Aber sollte das nicht möglich sein, folgt mir doch schon mal auf Twitch. Link kann ich euch in die Videobeschreibung knallen und dann werdet ihr auch informiert, wenn ich da live bin. So. Ach, wunderbar, da ist er doch schon. Hola! Hola. Kannst du gleich Schlauch da machen? Ja. Das laufen lassen. Jo, läuft. So. Sehr gut. Ich würde sagen, du machst dann erstmal soweit die Rechnung fertig. Ja. Schickst mir dann, also lässt mir dann einfach zukommen. Jo. Ich mach gleich eine Rechnung für beides, ne? Ja, kannst du gerade zusammenfassen, genau. Super. Tu mir bitte nur einen Gefallen, schreib beides dann quasi separat in der Rechnung auf und Ja, mach dann noch klar. mal. Ja, sehr gut, perfekt. Brauchst du noch irgendwas von mir? Wenn du Gras hast, aber. Es muss gemäht werden. Sobald es gemäht wird, können wir gerne noch mal drüber sprechen. Ja, ich werde dann Aktuell. dem LU auch die Tage noch einen Auftrag geben für meine Wiese. Die ist schon wieder soweit. Ja. Einfach, dass du auch schon informiert bist. Ja, also mein Feld kann ich ja selber nicht machen, aber dein Feld, da werde ich mich dann auf die Maschine setzen und das dann machen, das wäre gar kein Problem. Ja, und werde den Auftrag aber schriftlich noch einreichen. Einreisen? Einreichen. Ein Reichen. Okay, alles klar. Du könntest mir aber trotzdem noch mal einen klitzekleinen Gefallen tun. Natürlich. Wenn du fertig bist mit Abladen, aber so wie es aussieht, laut Anzeige sollte der schon leer sein, oder? Ja. Warte. Ja. Ja, perfekt. Kannst du drüben, weil ich bin aktuell nur mit meinem Pickup da, auf der anderen Seite bei dem Schafstall steht ein Anhänger mit Olivenöl. Könntest du den gerade mal hierher fahren? Ausleeren? Ja, kann ich machen.
Ja, wunderbar. Den kannst du dann einfach, wenn du fertig bist, irgendwo hier auf dem Grundstück abstellen, so dass er nicht direkt im Weg steht. Okay, ja, den stelle ich da vorne an die Seite oder so. Ja, das sollte reichen. Perfekt. Perfekt. Alles klar, dann Super. danke ich dir und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns, oder? Auf jeden Fall. Danke für den Perfekt. Auftrag. Ich brauch's. Ja. Mach's gut. Tschüss. So. Ja, man muss sich ja immer bedanken. Dieses Mal reicht es nicht. So. Dann werde ich meinen aber da vorne hinstellen. So. 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 Dann machen wir das nämlich noch. Und da steht er ja schon. Ja, komm noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und gut. Ja, komm noch ein ganz kleines Stück. Ja, perfekt. Super. Ja. Schild im Weg. So. Fast wie angegossen. Jawohl. Super, läuft. Wunderbar. Was geht jetzt da? Pinkeln oder was? Ja nicht mein Areal. So. Ja, Mitarbeitereingang. Ach so. Ja, hier So. reicht. Perfekt. Sehr gut, ich danke dir. Danke dir. So. Jetzt hier noch dran. So. Ran da und Kabel und dann haben wir das schon. So. Ich werde mir jetzt noch die Rechnung schreiben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und natürlich würde ich mich auch sehr freuen über einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.